Hallo, heute in der Videoreihe Don't be confused, drei englische Vokabeln, die man leicht miteinander verwechselt. Access, assess und excess. Fangen wir an mit access. Access kann ein Verb oder ein Nomen sein. Hier die Lautschrift, Betonung auf der ersten Silbe, access. Als Verb bedeutet es, able to get to oder inside a place. The police accessed the house through the basement. Die Polizei betrat das Haus durch den Keller, also das heißt hier so viel wie Zugang oder Zutritt haben. Als Verb kann es auch bedeuten, able to use something. It was difficult for him to access juvenile services. Es war schwierig für ihn, Leistungen vom Jugendamt zu bekommen. Also Zugriff haben auf Leistungen zum Beispiel. Als Nomen kann Access bedeuten the way of reaching a place. The only access to the penthouse is by elevator. Der einzige Zugang zum Penthouse ist über den Fahrstuhl. Zugang oder Zutritt. Das zweite Wort ist assess. Es ist ein Verb, assess. Es bedeutet so viel wie decide the value or quality of something. They had to assess the damages done by the hurricane. Sie mussten die Schäden bewerten, die der Hurricane angerichtet hatte. Assess heißt also so viel wie einschätzen, schätzen oder bewerten. Die dritte Vokabel ist excess. Es kann ein Nomen sein oder ein Adjektiv. Als Nomen bedeutet es something more than needed or acceptable. Beispiel: Are you suffering from an excess of stress in your job? Leidest du an einem Übermaß von Stress in deinem Job, bei deiner Arbeit? Als Adjektiv bedeutet es more than needed or acceptable. At the drop-off, we had 25 pounds of excess baggage. Bei der Kofferaufgabe hatten wir 25 Pfund Übergepäck. Im Deutschen würde man das Gleiche eher mit einer Vorsilbe des Nomens ausdrücken, über oder mehr. Mehr Gepäck, Übergepäck. Zum Abschluss noch einmal die drei Vokabeln und ihre Aussprache in Lautschrift. Access, assess, excess or access. Ich hoffe, die Erklärungen waren hilfreich. Ich freue mich immer über Kommentare zu meinen Videos. Wer Interesse an dem Kanal hat, kann ihn hier abonnieren. Bis bald. Tschüss.